Herzlich welkom aan boord van de Edelweiss. De Edelweiss is een schöne schief, gebouwd voor de Europese Wasserstrasse. 110 meter lang, 11,45 breit, tiefgang van 1,60 meter. Die is gebouwd in het jaar 2013 en kunnen 180 gasten mitnehmen. Wir werden 800 Kilometer weit den Rhein befahren und dabei vier Länder passieren. Die Schweiz, Frankreich, Deutschland und die Niederlande. Der Rhein ist eine der verkehrsreichsten Wasserstraßen der Welt. Einerseits ein Fluss der Wirtschaft und Industrie, andererseits ein Fluss der Sagen und Legenden. Warum aber lohnt sich eine Kreuzfahrt mit dem Schiff? Warum nicht einfach mit dem Auto? Man steht nicht im Stau. Man steht nicht im Stau, man tuckelt daher. Ich glaube, dass das die Gäste selbst erfinden sollen. Wenn man im Auto fährt, dann ist man da mitten drin. Aber ist man auf dem Schiff, dann hat man den Überblick von alles, von der ganzen Landschaft. Unsere Reise beginnt in Basel, der drittgrößten Stadt der Schweiz. Neben einer wunderschönen Altstadt und einigen modernen Hochhäusern befindet sich hier der einzige Schweizer Hafen, von dem Exportgüter Richtung Meer verschifft werden. Wir verlassen Basel und fahren 120 Kilometer Richtung Straßburg in Frankreich. Straßburg war Schauplatz vieler deutsch-französischer Kriege und ist heute Sitz des Europaparlaments und des Europarats. Man erkennt den deutschen Einfluss immer noch an einigen Gebäuden und auch im Sauerkraut und im Bier. Eines der bemerkenswertesten europäischen Baudenkmäler ist der Straßburger Notre-Dame. Wir passieren einige Schleusen und erreichen Königswinter im Siebengebirge. Der dort gelegene Drachenfels bietet einen grandiosen Ausblick auf den Rhein. Wir haben verschiedene Kabinen an Bord. Wir haben drei Decks, wo die Gäste schlafen können. Die 100er, 200er und 300er Korridor. Die Kabinen innerhalb sind gleich groß. Das einzige Unterschied ist, dass die 200er, 300er Korridor mit französischem Balkon und die 100er Korridor nur mit oberen Fenstern gibt. Wir haben einen kleinen Lido-Bar hinter am Heck des Schiffes, wo die Gäste in ganz Ruhe Karten spielen können oder lesen oder einfach nur ein bisschen Zeit verbringen, wo ganz ruhig ist. Dann haben wir natürlich unsere Bar und die Salon, wo sie Getränke und verschiedene Cocktails haben können oder auf dem Sonnendeck ein bisschen Zeit verbringen. Die Edelweiss erreicht nun die Niederlande. Hier wird der Rhein noch mehrmals seinen Namen ändern, bis er in das Meer mündet. Gerade heißt er Waal. Wir besuchen Kinderdijk bei Dordrecht, wo die bekanntesten Windmühlen der Niederlande stehen. Kinderdijk liegt unter dem Meeresspiegel. Die Windmühlen dienten im 18. Jahrhundert dazu, das Wasser aus der Erde zu pumpen, um die Landschaft für die Menschen nutzbar zu machen. Es geht weiter nach Rotterdam. Hier liegt der größte Seehafen Europas. Rotterdam zeigt sich als künstlerisch moderne Stadt. Wir sehen Kubushäuser und den Blaakturm. 2014 weihte Königin Maxima die Markthalle ein. Ein gigantisches Gesamtkunstwerk. Morgen beginnt bei uns immer mit dem Frühstück. Nachdem haben wir natürlich Mittagessen. Am Nachmittag bieten wir noch leckere Kuchen und Kaffee-Tee für die Gäste. Und am Abend kommt das Abendessen. Wir haben dreimal während der Reise indonesisches Abendessen, weil wir viele indonesische Mitarbeiter in der Küche haben. Ich komme aus Asien und dann gestern mussten probieren, was ist Essen aus Asien. Und dann haben wir natürlich ein Chef-Dinner, wo der Küchenchef auch ein bisschen extra zaubern möchte. Für das Chef-Dinner wir haben Carpaccio und ich habe speziell Dessert. Für den Schokokuchen. Das ist ein Fluss hier in der Mitte und dann wird es serviert mit Pistachio-Eis. Und natürlich auch ein Galaabendessen, wo auch noch mehr Köstlichkeiten und mehr Zauber vorbereitet wird.
natürlich viele Unterhaltungsprogramme an Bord. Wir machen ein Quiz, eine Reisequiz. Dann haben wir natürlich ein Bordtombola, wo die Gäste viele wertvolle Preise von unserer Bordboutique gewinnen können. Applaus bitte für die Kabine 208. Willkommen! Dann haben wir eine Crewshow, wo all die Crewmitglieder teilnehmen und mitspielen und ist natürlich sehr witzig. Und dann haben wir ein Golfturnier oben auf dem Deck. Wir erreichen Amsterdam, die Hauptstadt der Niederlande. Auf einer Bootsfahrt entdecken wir die vielen kleinen Kanäle von Amsterdam, die Grachten. Sie gehören seit 2010 zum UNESCO-Weltkulturerbe. Die Niederlande sind der weltweit größte Produzent von Blumenzwiebeln. Jedes Frühjahr werden im Keukenhof rund 7 Millionen Blumen von 800 verschiedenen Tulpensorten gepflanzt und in Kunstwerke verwandelt. Ab jetzt fahren wir zurück, den Rhein wieder flussaufwärts. Dabei geht es vorbei am nie fertiggestellten Kernkraftwerk Kalkar, das heute ein Freizeitpark ist. Wir besuchen den Zollverein bei Duisburg. Der Zollverein gibt einen kleinen Einblick in die von Kohle und Stahl geprägte Vergangenheit des Ruhrgebiets. In Düsseldorf geht es mit dem Schiff weiter. Die Hauptstadt Nordrhein-Westfalens ist unübersehbar eine Stadt der Architektur, Mode und Kunst. Richtung Süden passieren wir Köln und das Deutsche Eck in Koblenz. Nun beginnt die wunderbare Passage des mittleren Rheintals. Das mittlere Rheintal, das bleibt, auch wenn man das 100 oder 200 Mal befahren hat, das bleibt schön. Jede Reise sind die Farben wieder anders. Oder entdeckt man wieder was? Oh, das habe ich noch nicht gesehen. Am Mittelrhein stehen märchenhafte Burgen. In dieser Region spielt auch das Nibelungenlied. Neben vielen kleinen Dörfern sehen wir hier die Burg Reichenstein, das wunderschöne Schloss Stolzenfels, die Burg Katz, genauso wie die Burg Maus oder auch die Burg Stahleck. Auf diesem Flussabschnitt liegt auch die wohl bekannteste Stelle des Rheins, der Loreleifelsen. Hier stürzten früher Schiffe ins Verderben. Vielleicht lag es am Gesang der Lorelei, vielleicht auch daran, dass hier die tiefste und engste Stelle des gesamten Rheins ist. Die zahlreichen Geschichten und Sagen erzählt uns eine Sprecherin an Bord. Der Burgherr Werner von Sternberg lebte dort auf der ersten Burg alleine mit seinen beiden Söhnen. Eines Tages verließ der Jüngere die Burg und ging auf einen Kreuzzug, der Jahre dauern sollte. An der Burg Bacharach fragt man sich, ob der Käfig früher als Folterort oder für Leuchtfeuer verwendet wurde. Und in Bingen steht der Mäuseturm. Wurde darin früher der Erzbischof von Mäusen zerfleischt oder kommt es von Maut und es war früher eine Zollstation? Wir verlassen Rüdesheim und das mittlere Rheintal und begeben uns zum Abschluss der Reise in die Kur- und Bäderstadt Baden-Baden. In Baden-Baden besuchen wir in einer Stadtführung zum Beispiel die Stadtkirche und die Trinkhalle. In der Trinkhalle sprudelt noch heute Thermalwasser der Friedrichsquelle. MS Edelweiß fährt zurück nach Basel, dem Ausgangspunkt der Reise. Ich hoffe, dass ich Ihnen irgendwo und irgendwann mal bei uns an Bord von der Edelweiß begrüßen darf, zusammen mit meinen Kollegen. Genau, wir laden euch herzlich ein. Stimme ich mit ein.